Welcome to the world of VR-Chat. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und ich will hier mal was Neues ausprobieren. Das ist ein VR-Chat, also irgendwie so eine virtuelle Welt. Und da kann man auch spielen. Und ich spiele nicht alleine, sondern mit Freunden, die ich dann da auch auf den VR-Chat zu Freunden machen kann. Und wir versuchen uns jetzt hier mal mit Steam einzuloggen. Also ich will keinen neuen Account machen, sondern mal mit Steam. Mal gucken, wie das funktioniert. Login. Continue. Enter your birthday. Ach, dann erfahrt ihr ja, wie alt ich bin. Na gut. Ja, also wenn ihr mir was schenken wollt, dann wäre der 15. März 2017. Ach so, 2017, was gehen die denn davon aus, dass man alt ist? Warte mal, wenn man ab 2017 sich erst anmelden kann, wie alt ist man dann? Kann das einer von euch in den Kopf rechnen? Ja, 6 Jahre würde ich mal sagen. Man darf ab 6 Jahren das dann da so spielen? Das ist interessant. Na gut. Ja, jetzt seht ihr dann auch mein Geburtsdatum. Update. Ich hoffe, ich habe das auch bei Steam angegeben. Naja, continue. Ja, lesen wir uns alles hier durch und stimmen einfach mal zu. Ich habe ja alles durchgelesen, habt ihr ja gesehen. Na gut. Interessant, dass ich gar nicht nach unten hätte scrollen müssen, um das alles, also man konnte das eigentlich gar nicht alles lesen, aber ich habe aber zugestimmt. Ja. Also ich kann jetzt hier so ein Plus bestellen. Wahrscheinlich finanzieren die sich dann damit. Ja. Jetzt lädt er gerade runter. Important. Ja. Achso, wir müssen dann gleich Discord dann ausmachen, weil hier im Hintergrund sind in Discord noch andere. Sagt doch mal was, habt ihr schon euch ja hier meine Zuhörer begrüßt? Ja, nee, ich glaube nicht. Also, ja, hallo. Okay. Hallöchen. Ja. Go. Dann gehen wir mal dann also. Ja, ich denke, aber solange ich noch nicht mit euch connected bin, reden wir noch über Discord, ne? Ja. Bis wir in einer Welt sind. Input Chapter. Achso, ich soll jetzt hier so ein Code eingeben, dass ich kein Roboter oder Bot bin. 5943. Das müsste es doch sein, ne? Was? Wie willst du nochmal? Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Oder muss ich hier? N. P. 1. H. Mach ich hier mal was falsch oder so? Ich würde sagen, das ist ein F A 9 N. Ja, jetzt hat es geklappt anscheinend, oder? Oder muss man dreimal irgendwas dann da so eingeben, damit die erst dreimal prüfen oder sowas? Ich weiß nicht. Oh, ich bin jetzt hier in einem komischen Raum. Use WASD to move? Achso, WASD, okay. WASD. Ja, wie würde das Wort heißen, wenn man WASD aussprechen würde? WASD. WASD, ja. Ja, mein Mikro ist anscheinend aus. Ja, das ist auch soweit okay. Ja, was kann ich denn jetzt hier machen? Also ich kann jetzt hier rumlaufen. Bin ich jetzt hier in meinem Raum oder? Es könnte sein, dass du noch im Tutorial bist. Ja, und wie also, öffne ich? Was kann ich jetzt machen? Mit Escape könntest du dein Inventar öffnen oder halt einfach dein Menü. Ja, das stimmt. Mit über Escape. Ja, und jetzt? Ja. Und da gibt's einen Bereich, da heißt Social, also sozial. Ja. Darüber müssen wir uns erstmal befreunden. Friend Location dann da so. Ja, und wie mache ich das dann da so? Ich kann euch suchen oder so?
Ja, also entweder wir geben deinen Namen ein und schicken dir eine Freundschaftsanfrage oder Ja, du gibst ich unseren habe einen. hier eine 1 bei Instanz oder sowas. Oder Freunde, nee, weiß ich nicht. Ja, das bist dann nur du. Also ja, Da da wird steht in dir dann, dein eigener Name ja, angezeigt. da steht, kann ich die Zahlen auch wegmachen? Ich bin Nee, Chris. die Zahlen sind wichtig. Also, Also. ich bin Chris und dann B439. Für alle, die das jetzt hier sehen, darüber könnt ihr mich dann da irgendwie finden oder sowas. Kriege ich ganz viele Anfragen wahrscheinlich dann jetzt dann da so. Ja. Also ich bin Christ und dann Leerzeichen B439. Und ansonsten Alles klar. Favorit Friends. Ja, dann einmal Friend Request. Okay. Und sollst du gerade eine Nachricht bekommen haben? Ich sehe jetzt keine Nachrichten. New, warte mal, was ist denn hier New? Nee, das ist nicht Nachrichten. Wo finde ich denn die Nachrichten, die ich dann eventuell bekommen habe? Vielleicht ist unten was eingeblendet gewesen, aber. New. Ah, okay. Ja, das bist du. Und der kleine Mann, irgendwas dann da so, ist hier Ja, auch. das ist dann der Kartoffelking, der ist auch hier im Call. So. Genau. Welcome to. Ja. So, jetzt müsste ich euch dann als Freunde haben. Schauen wir nochmal Wo war nach. denn hier nochmal die Freundeliste? Ah, Ja, ja. genau. Genau. Okay. So, Dann schicke ich dir mal. Online-Freunde, ja. Ich schick dir mal eine Einladung zu unserer Welt. Zu Da eurer könntest du dann Base. beitreten. Ja, also zu der Among Us Welt, wo wir dann spielen können. Ja, und wie mache ich das dann jetzt? Wieder hier auf New irgendwie klicken und dann akzeptieren. Und wenn ich jetzt dann, jetzt joine ich dann da woanders hin und lade da noch irgendwas runter. Ich habe noch keinen Avatar ausgewählt, ist das schlimm? Laufe ich da nackt rum oder wie? Go. Ja, dann gucken wir mal, was hier jetzt Among Us da so ist. Initialize World Connecting. Je nachdem müsstest du dann noch dein Mikro irgendwie Archit einschalten, damit wir auch dann über das Spiel reden können. Weil es Ja, ist dann nicht so dann. wie im echten Among Us, wenn dann diese Meetings gemacht werden, redet man nicht über den Chat, sondern man kann dann miteinander auch richtig reden. Das ist Okay, weil das mein Mikro ist noch Gute daran. PTT, irgendwas dann da so. Wie mache ich das an? Mit V. Mit V? Wenn du V gedrückt hast, glaube ich. Okay. Das heißt, jetzt hört ihr mich dann immer dann. Also Push to Talk ist das dann da so, ne? Ja, das ist Push-to-Talk, ja, genau. Und bleibt immer Push to Talk dann halt dann so. Da ist noch ein weiterer. Wo kommt der denn her? Habt ihr den eingeladen? Oder ist das ein Computer Ja, oder der was? Achso, ist. das bin ich. Ich bin gejoint, damit wir vier Spieler haben. Okay. Also ihr hört mich jetzt auch über das Spiel oder wie? Ja, genau, wir müssen uns dann über Discord einmal muten, damit wir über das Spiel reden können. Ja, also hört ihr das jetzt hier über Spiel? Ja, wir hören das, wir hören dich schon. Wir hören dich laut und Ja. deutlich. Ja. Na gut. Wobei, ich muss mal gucken, wie ich dann Discord mute, weil ich kann ja jetzt hier nicht raus. Oder kann ich jetzt hier irgendwie raus? Doch, hier kann ich raus. Wo ist denn hier mein Discord? Da ist Discord. Und ich muss mich einfach nur muten hier dann halt, ne? Nicht trennen, sondern Ja, einmal nur mal, mute einmal ich hier. mich denn jetzt bei Discord. So. So, jetzt bist du gemutet, genau. So, jetzt hört ihr mich hier? Ja, jetzt hören wir dich hier in VR-Chat, genau. Ihr seid jetzt hier drüber Ach. über das Spiel sehr, sehr leise. Also ich höre euch gerade nur sehr, sehr leise. Kann ich das auch irgendwie lauter machen? Ja. Also wenn wir näher rangehen, dann solltest du uns, glaube ich, auch lauter hören. Ist das so? Ja, Oder? aber ich höre euch trotzdem noch sehr leise. Also kann ich das hier irgendwie lauter stellen in den Einstellungen, irgendwie was?
Weil ich befürchte, dann kommt ihr gar nicht so auf das Video drauf. Ich glaube, wenn man, man ins Menü geht und auf das Audio-Icon drückt, dann kann man... Ich habe es jetzt leider nicht verstanden, weil es so leise Audio, ist. Hochstellen. Man kann das allgemeine Audio, glaube ich, hochstellen, wenn man über die Voice-Settings, glaube ich, oder über die Audio-Settings... Wie komme ich denn in... Ach, Escape wahrscheinlich hier. Audio-Setting. Audio-Setting. Also die Escape-Taste wieder drücken. Und da, wo der Lautsprecher ist, da kannst du das alles einstellen. Ah, da ist der Lautsprecher. Im Lautsprecher-Symbol sollte dann das Menü sein. Ja. Genau. Machen wir mal das 100%. Avatar, keine Ahnung. Sagt mal was. Ja, hallo? Ja? Hallo? Ist uns das lauter? Ja, ist jetzt lauter. Ist es lauter oder? Was ist denn Master? Kann ich Master auch noch? Master ist dann das ganze Volumen, also alles. Die Soundeffekte, alles hoch. Ja, okay. Ich glaube, so geht's. Ja. Ich glaube, so geht's. Alles klar. Und was müssen wir jetzt hier machen? Okay, einmal mit WASD kannst du dich ja bewegen. Genau. Ich bin aber sehr langsam. Glaube ich, im Ducken. Wenn du einmal C drückst, kannst du, glaube ich, schneller laufen. Ja, jetzt stehst du wieder. Okay, und was muss ich jetzt machen? Folgst du einmal in den Raum? So. Also das war, also jetzt ist es genauso wie normales Among Us einfach nur. Nur halt in der 3D, du musst Tasks machen. Die sind vielleicht am Anfang schwer mit Maus und Tastatur. Okay. Aber da gewöhnt man sich sicher dran. Und wenn... Das ohne Maus und Tastatur? Ja. Mit Gamepad oder so? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob man VR-Chat überhaupt mit dem Controller spielen könnte oder so. Na gut. Aber, du hast ja schon mal Among Us Videos und alles gesehen, oder? Ja, ich kenne Among Us. Du weißt ja, wie das Grundprinzip ist. Die Aufgaben hätte ich nie, da komme ich auch nicht so mit klar. Also ich gucke eigentlich nur immer Among Us, aber spielen macht sicherlich auch Spaß. Ja, lass uns einmal ausprobieren. Mhm. Wobei ich kriege wahrscheinlich keine Aufgabe zustande dann, also, aber, ja. Deine Handbewegung ist aber auch sehr komisch. Ja. Also unser Hauptziel ist ja einfach nur herauszufinden, wer der Imposter ist und dann, genau. Und hier Killer at Home, kann er auch irgendwie, Grill. Ja, ich kann reden, alles gut. Okay. Ja, er kann auch reden, er ist auch dabei. Okay. Also ich würde dann einmal das Spiel starten, okay? Ja, starte mal. Und okay. Erfahre ich dann, ob ich der Mörder bin oder, Dieses Video wurde dir präsentiert von einem Öko. Das ist doch logisch. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und ich denke ökologisch, weil es keine Alternative für Deutschland gibt. Und vielleicht kannst du ja auch mal drüber nachdenken, dass Öko einfach nur logisch ist zu denken. Denn ansonsten geht's halt mit Deutschland bergab. Und wenn du auch Lust hast, mit mir Among Us zu spielen, dann melde dich doch auf meinen Discord-Server und spiel doch mal mit. Denn zu viert haben wir jetzt gespielt. Das könnt ihr in den nächsten Folgen sehen, wie wir dann da gespielt haben zu viert. Und mehr Spieler macht schon mehr Spaß, glaube ich, dann halt. Ne? So. Und ich wünsche euch jetzt Gottes Segen und wir sehen uns dann vielleicht in einem nächsten Video.